Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zu My Hero Academia, The Strongest Hero. Ich komme gerade frisch aus dem Stream und musste feststellen, dass immer wieder dieselben zwei Fragen aufgetaucht sind. Frage 1, die mir persönlich gestellt wurde, war, wie viel hast du gepaid? Ich mache keinen Hehl drum und lege immer offen, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe knapp unter 50 Euro investiert in dieses Game. So, ich bin keiner der Whales, die Hunderte und Tausende Euros reingebuttert haben. Ich sehe mich da eher als Goldfisch im Low-Budget-Bereich. Natürlich ist dieses Ganze, was ist viel Geld, was ist wenig Geld, immer relativ subjektiv. Und verzeiht es mir, wenn ich mich da vielleicht hier und da ein bisschen den Ton vergreife, beziehungsweise den einen oder anderen da ein bisschen aufstoße. Aber unter 50 Euro, würde ich noch sagen, ist im vertretbaren Low-Budget-Bereich. Dadurch, dass das Game for free ist und ich dadurch und ich mit dem Game wahrscheinlich Monate oder ja, Wochen, vielleicht ein paar Monate Spaß mit haben werde, 50 Euro wie für einen AAA-Titel finde ich da gehen noch fit, aus meiner persönlichen Wahl. So, aber so viel dazu, zu der ersten Frage. Die zweite Frage, die daraufhin immer folgte, war, okay Bruder, pass mal auf, wenn ich genauso viel Geld investieren würde wie du, ungefähr, was würdest du mir empfehlen, sollte ich mir holen? Und da kommen wir jetzt zu ein paar Packages, die ich euch ans Herz legen würde. Wenn ihr sagt, im Low-Budget-Bereich, unter 50 Euro möchte ich mir irgendwas kaufen, dann geht bitte nicht oben rechts auf den Market, geht auf Top-Upen und holt euch hier irgendwas davon. Bitte nicht. Absolut nicht worth. Das ist sowas für Leute, die mehr Geld ausgeben wollen, viel Geld ausgeben wollen. Die holen sich hier noch zusätzliche Ingame-Currency. Aber zuvor haben genau diese Leute das aufgekauft, was ich euch empfehlen würde. Nämlich die ganzen Packages, die ihr daneben auf dem Paket finden werdet. So, denn für Low-Budget-Spieler sind in jedem Gacha-Game Sachen interessant, die Long-Term über längeren Zeitraum skalieren und euch sehr, sehr viele Belohnungen geben mit der Zeit. Nämlich sowas wie Sponsorship. Ihr bekommt alle 5 Level immer wieder In-Game-Currency und ein bisschen Stuff zum Upgraden, was sehr, sehr nice ist, vom Level her. Ihr seht, wie viel ich schon bekommen habe. Das Teil kostet ungefähr 16,99 Euro. Und da habe ich entsprechend sehr, sehr viel und werde auch noch sehr, sehr viel In-Game-Currency bekommen. Im Vergleich dazu, wenn ich mir In-Game-Currency kaufen würde, für direkt 16,99 Euro. Monthly-Karten sind immer was Geiles, Leute. 5,50 Euro für 3000 In-Game-Currency, also Hero-Coins, ist sehr, sehr nice, Leute. Weil der Preis für 5 Euro würdet ihr nicht mal ansatzweise so viel bekommen, wenn ihr die über direkt einen Weg kaufen würdet. Weekly-Karte definitiv richtig, richtig nice. Auch 5,50 Euro für diejenigen, die auf Aizawa rushen wollen, beziehungsweise ihn bekommen wollen, definitiv ein Must-Have, würde ich schon sagen. Weil die zusätzliche Ausdauer, die ihr bekommt pro Tag, ist richtig, richtig worth zum Upgraden eurer Chars und zum Rushen im Story-Level. Hundertprozentig sehr, sehr nice. Habe ich mir auch geholt. Dann gibt es 4 verschiedene Packages, die für verschiedene Modi zuständig sind. Das erste ist Peacekeeping, das ist der Story-Modus. Für jedes Chapter, was ihr abgeschlossen habt, kommt ihr zusätzlich hiervon noch Belohnungen. Und das sind sehr, sehr viele Normal Summon Tickets. Richtig cool, ich glaube, das kostete 10,99 Euro oder 16,99 Euro. Eins von den beiden, Leute, tut mir leid, wenn ich mich nicht ganz genau daran erinnere, aber das finde ich auch relativ worth. Weil ihr In-Game-Currency bekommt viel und sehr, sehr viele Tickets, wenn man das wieder umrechnet in direkte Currency, Hero-Coins, die man kaufen würde, wäre das im Vergleich 1000-mal nicer zu haben. So, Special Recruit Token, das für Operation X finde ich nicht so nice. Vielleicht irgendwann mal, ganz, ganz spät, wenn man alle Chapter durch hat. Da kriegt ihr halt Hero Support Cards. Finde ich aktuell jetzt nicht so krass heftig. Später kann das ziemlich nice sein. Aber never mind. Da ist halt auch wieder der Random Faktor dabei. Kriege ich 4-Star oder ein 5-Star? Kritisch. Finde ich nicht so heftig für 22 Euro. Finde ich relativ teuer aktuell. Was ich allerdings heftig finde, ist das folgende Package, nämlich Mock Contest Package. Ein Modus, der eventmäßig 3-4 Tage nach Serverstart starten tut auf eurem jeweiligen Server und eine Woche lang geht, wo ihr Punkte grinden könnt. Ich habe zum Beispiel jetzt schon aktuell über 40.000 Punkte und kann dementsprechend alle Belohnungen hier ganz entspannt einsammeln. Leute für Free-to-Plays, die nicht so im Game drin sind, allerdings auch möglich sein, dort alle Rewards abzugreifen. Und die haben es richtig in sich, Leute, denn das sind sehr, sehr viele Charts, die ihr auch auf dem Road to Aizawa braucht. Bei Aizawa brauchen wir nämlich ein SS-Char und diese Charts, die ihr teilweise hier sogar auswählen könnt. Hier, choose one. Hier unten, choose.
sehr, sehr nice. Und hier, glaube ich, noch von Uraraka und so weiter. Die helfen euch extremst, euer Ziel zu erreichen. Chance auf S zu bringen oder auf SS. Deswegen finde ich, meiner Meinung nach, ist das relativ worth für 10,99 € auf jeden Fall. So, das war's zu diesen Packages. Also, wie gesagt, habe ich mir hier 3-4 Dinger von geholt. Monthly Package, Sponsor, Weekly Package, Weekly Card meine ich und 2-3 Packages. Das war's dann auch. So viel dazu. Was für manche noch eventuell interessant ist, ist der Battle Pass. Und da gibt es eine Sache, die viele nicht beachtet haben, beziehungsweise viele nicht wissen, dass es das gibt. Natürlich auf den Falschen geklickt. Läuft. Denn dieser Battle Pass hat 2-3 Typen. Zunächst mal den Basic Battle Pass, den oberen, den bekommen wir alle. Den haben wir alle hier. Kommen die Rewards, nett, ist cool. Dann kriegen wir die Frage, ob wir den Ultra Battle Pass kaufen wollen. Und zwar in 2 verschiedenen Varianten. Einmal für 10,99 € starten wir ganz normal mit einem Ultra Battle Pass auf Level 0. Dann gibt es die Variante, wo wir uns 20 Level instant direkt dazu kaufen können. Ich glaube für 10 € mehr. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Allerdings ist es halt einfach teurer. So, das Ding ist bei diesem Battle Pass, man kann ohne sich diese 20 Stufen zusätzlich zu kaufen, entweder im Vorhinein oder im Nachhinein manuell, was deutlich teurer wäre, kann man diesen Battle Pass nicht vollkriegen. Ja, finde ich kacke. Denn wir haben Contribution Target, wir bekommen 26.000 Punkte pro Woche maximal, die wir in diesem Battle Pass rushen können. Wenn man das hochrechnet, kommt man hier über den Zeitraum bis zum 16.06. auf Level 60. Aber nicht auf 80. Das ist halt das Ding. Viele denken halt, okay, kaufen wir den Battle Pass, den Ultra Battle Pass und kriege Ojiro irgendwann auf SS. Punkt 1 bekommt ihr nur, wenn ihr ihn auf Level 80 hinbekommt. Dafür müsst ihr euch die Package, also entweder den Ultra Pass mit 20 Stufen von vornherein kaufen oder teureren Weg die Stufen im Nachhinein kaufen. Absolut uncool. Zweiter Punkt ist, Ojiro ist kein sehr, sehr stronger Charakter. Punkt 3 ist, dass ihr diesen Char, auch wenn ihr ihn auf SS bekommt, nicht rechtzeitig für euer Aizawa-Event fertig kriegt. Denn der Battle Pass läuft bis zum 16.06. Mein Aizawa-Event läuft bis zum 4.06. Ist schon eine Differenz, ne? Das heißt, wenn ihr nicht vorher Ojiro 1, 2, 3 Mal mindestens gezogen habt, wovon ihr dann mit diesen ganzen Charts, die ihr vor Level 60 hier bekommt, profitieren könntet und ihn dementsprechend damit schaffen könntet, wäre dieser Battle Pass auch dahingehend nicht worth für euch. Finde ich relativ passiv, haben halt nicht viele auf dem Schirm, hatte ich auch nicht, bin ich erst im Nachhinein darauf aufmerksam geworden. Mich persönlich juckt es nicht, weil Ojiro möchte ich nicht haben. Ich habe schon SS-Char. Deswegen, für mich ist es nicht das große Problem, für viele andere ja. Deswegen dahingehend wollte ich euch aufklären. Wichtig ist allerdings, wie gesagt, nehmt es mit, Leute. Die Packages unter dem Paket hier links, die sind ziemlich nice größtenteils, die ich euch vorgestellt habe. Wichtig ist halt, Long-Term nutzen, nicht allzu teuer und ja, das ist eigentlich die Quintessenz aus dem Ganzen. Ich hoffe, das Video hat euch in gewisser Weise weitergeholfen, war eine Unterstützung, dahingehend, wie ihr euch entscheiden werdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr euch alles gekauft habt, beziehungsweise was ihr euch gerne kaufen werdet. Natürlich ist das Top-Up-Package, was man mit Uraraka nebenbei noch am Laufen hat, extremst heftig, muss man nichts extra kaufen, nämlich das schaltet sich stufenweise bis Stufe 3 frei. Wenn ihr insgesamt 27 € ausgegeben habt in dem Spiel, kommt ihr Uraraka auf S plus ein paar weitere Charts und nice Stuff für sie. Das finde ich halt einen sehr netten Side-Effekt bei dem Ganzen. Müsst ihr halt, egal wofür ihr es ausgibt, das kumuliert damit rein und wird dann irgendwann freigeschaltet. Sehr, sehr cool vor allem. Das finde ich halt das Heftigste an dem Ganzen, nämlich dieses First Top-Up-Package mit Uraraka. Wie gesagt, ich hoffe, das war eine kleine Hilfe. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Checkt meine anderen Kanäle aus, Instagram, Twitch und Discord. Links sind unten in der Videobeschreibung. Ich streame jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag wahrscheinlich, oder? Ich kenne meinen eigenen Plan nicht mehr. Sonntag auf Twitch ab 20 Uhr. Spontane Streams werden über Discord angekündigt. Würde mich megamäßig freuen, wenn ich den einen oder anderen da wiedersehen würde. Und ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß noch mit dem Game. Sehr viel Erfolg bei euren Pulsen, sei es jetzt im Normal Banner, sei es jetzt beim kommenden All Might Banner, was, weiß jetzt nicht, wann ich das Video hochladen werde, wahrscheinlich heute droppen tut. Also wünsche ich euch da viel Erfolg und viel Glück. Bis dahin, Leute, see you next time.